Alexander Lehmann, für diese wunderbare TLDR muss man nicht mal eine Zeile lesen, quasi, was wir eigentlich tun wollen. Erstmal zu mir, ich bin Rainer Rehack, ich bin Informatiker und selber Mitglied im FIF, das ist das Forum Informatik für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Und ich will euch jetzt mal ein bisschen was erzählen über eine Konferenz am Donnerstag und am Freitag, jetzt quasi übermorgen. Genau, und zwar nennen wir sie FIFCon für FIF-Konferenz. Und die Idee ist natürlich Blick unter den eigenen Teppich, weil es gibt ja nach wie vor aktuell zum Beispiel politisch einen NSA-Ausschuss, aber keinen BND-Ausschuss. Und sehr viele Erklärungen enden meistens damit, die bösen GCHQ oder NSA oder die anderen. Dabei hat sich ja natürlich schon genug Faktenlage ergeben, eben mal unter den eigenen Teppich zu schauen und zu schauen, inwiefern man wirklich sich gegen eine äußere Einwirkung wehren muss oder ob da nicht viel mehr es im eigenen Gebälk knackt, sage ich mal. Und diese Beleuchtung dieser Rolle der deutschen Geheimdienste im globalen Ausspähungsskandal, die hat natürlich viele Aspekte. Wir vom FIF selber kommen eher aus der Informatik, aber natürlich, um so Geheimdienstfragen zu verstehen, muss man natürlich auch ein bisschen aus der rechtlichen Seite, aus der politischen Seite und historisch natürlich auch da mal drauf gucken. Und in dem Sinne ist es keine Sprache, die sozusagen, kein Problem, was man so in einer Disziplin oder in einer Denkweise alleine überhaupt nur beleuchten kann. Ja, und vielleicht ist ja auch immer gut zu wissen, wer so eine Konferenz macht, also wir, das FIF, haben angefangen so vor 30 Jahren als Zusammenschluss von Informatikern und Informatikerinnen und haben uns aber mittlerweile, weil das Thema ist eben Informatik für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, dahin auch geöffnet, dass eben Leute, die sich kritisch mit Informationstechnik beschäftigen, damit dabei sind. Das heißt vom Hardcore-Prof für theoretische Informatik bis hin zu Menschen, die in der Veterinärmedizin arbeiten, haben wir sozusagen auch alle dabei. Ja, so. Und zwar die Konferenz, die haben wir auch nicht alleine an den Start gebracht, sondern mit freundlicher Unterstützung. Zusammenarbeit unter Freunden geht total gut. Und zwar mit dem CCC haben wir zusammengearbeitet und mit der Technischen Uni Berlin, also im Fachbereich Informatik und Gesellschaft. Ja, sowas gibt es als akademische Disziplin. Gibt es sogar bei Wikipedia einen Eintrag dazu, das heißt, es muss es geben. Nicht wahr? Ist ja der Ritterschlag. Und auch mit der Gesellschaft für Informatik, mit der Ethikgruppe. Ja, das gibt's auch. Genau, und jetzt kann ich mal ein bisschen was erzählen, was da eigentlich passiert wird am Freitag und am Samstag. Wir wollen uns also mit der Rolle der deutschen Geheimdienste beschäftigen. Und da haben wir so Leute, die man vielleicht mit diesem Thema sowieso in Zusammenhang bringt, so sagen wir jetzt mal Konstanze Kurz oder Frank Rieger, aber auch aus der Politik, so Hans-Christian Ströbele oder Peter Schaar. Und wir haben auch zum Beispiel froherweise den Vorsitzenden des NSA-Ausschusses, Patrick Sensburg, der ist auch dabei. Das könnte also interessante Diskussionen werden. Und wie ich vorhin angesprochen habe, wollen wir das ja natürlich aus verschiedenen Richtungen beleuchten. Das heißt, da gibt es auch zum Beispiel Leute, die sich schon eine ganze Weile mit diesem Thema auseinandersetzen, so seit mehreren Jahrzehnten, zum Beispiel Erich Schmidt-Ehnbohm, der so als Geheimdienstexperte in Deutschland gilt, der auch selber schon überwacht worden ist und kritisch publiziert hat zu dem Thema. Der spricht zum Beispiel zum gleiche Brüder, gleiche Kappen zu den angelsächsischen Geheimdiensten. Oder zum Beispiel, wen haben wir da noch Schönes? Wolfgang Neskowitsch, der im parlamentarischen Kontrollgremium saß. Oder rechtswissenschaftliche Ansichten, zum Beispiel verfassungsrechtlich, da ist Matthias Becker da, der auch als Sachverständiger schon gesprochen hat. Und ja, was auch sehr spannend ist, wir haben eben nicht nur Vorträge, also es war jetzt eine kleine zufällige Auswahl. Es gibt am Freitagabend gibt's auch einen kleinen St. Martins Umzug zur BND-Zentrale, wer da Lust hat, ein Lampion rauszuholen. Und am Samstagabend gibt es zum Beispiel das Nö-Theater mit dem Stück VW Verfassungsschutz. Wer das vielleicht schon mal gesehen hat, die touren damit gerade und waren auch zum Beispiel beim 30C3. Das ist ein ganz großartiges Stück, finde ich. Und es gibt auch nebenbei Workshops, zum Beispiel zur Cyber-Peace-Kampagne vom FIF selber auch, also zur ausschließlich friedlichen Nutzung des Netzes. Oder ein Workshop zu Fair IT, also ist für jeden was dabei. Kekse gibt es auch, also leckere Kekse.
Genau, und das Beste ist, der Eintritt ist frei. Also wir hoffen darauf, dass starke Schultern nebenbei vielleicht mal so ein Euro aus der Tasche fällt. Aber das ist überhaupt nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, dass die Tür offen steht für jeden, den es interessiert. Und ja, oh, ganz schön warm habe ich mich jetzt hier geredet. So, und das sind so die groben Dinge, zu denen ich mich da mal äußern wollte. Vielleicht eine Sache noch, Gregor Wiedemann, der ist Politologe, der hat den Verein Engagierte Wissenschaft mitgegründet. Der zum Beispiel beschäftigt sich mit der Analyse der Skandalgeschichte des Verfassungsschutzes mit Hilfe von Data Mining, von Berichten darüber. Also es ist ein bisschen jetzt hier, würde ich an anderer Stelle nicht so bewerben, aber wir sind ja hier alle ein bisschen technikaffiner, also das klingt auch ganz spannend, da kann man ja auch so einige Dinge ablesen. Ja, als letzten Punkt sieht man hier ein bisschen schlecht fifcon.de, da gibt es auch den Film zu schauen, Hashtag fifcon, da gibt es auch Poster runterzuladen, Flyer lege ich hier noch rum, wen das weiter noch interessiert. Und ja, wir suchen auch noch Helfer, aber auf alle Fälle freuen wir uns über Leute, die mit Interesse dabei sind, und wir achten auch darauf, dass die Vorträge zu einem großen Teil auch Publikumsinteraktion beinhalten. Also wir wollen nicht so eine Frontalgeschichte machen. Apropos Frontalgeschichte, gibt es denn Fragen? Ja. Gut, wunderbar. Bist du das hier mal? Ja, wenn das Fachforum Informatik für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung heißt, so heißt es dann nicht FIFUKF. Sehr schön. Das Schöne an gut gestellten Fragen ist, dass sie die Antwort schon beinhalten. Gut, das war das Problem bei der 42, nicht wahr? Wissen wir ja alle. Okay, gibt es noch weitere Fragen, die vielleicht die Antwort noch nicht beinhalten? Genau, ach ja, da ist eine, danke für diese Frage, Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Also am Freitag und am Samstag, 7.11., 8.11., also jetzt diesen Freitag und diesen Samstag, und wir fangen mehr oder weniger werktagsfähig 15.30 Uhr an am Freitag. Und es geht ein bisschen später, also Frank Rieger ist dann der letzte Vortrag, und dann geht die Bar auch auf und so weiter. Und dafür fangen wir am Samstag, sozusagen geht es früh los mit der Mitgliederversammlung, die jetzt vielleicht nicht jeden interessiert, aber das Vortragsprogramm beginnt dann um 12.45 Uhr. Das heißt, da kann man auch, wir wollen ja auch, dass die Leute, die da sind, wach und konzentriert sind. Und Samstagabend ist das Theater, ist selber eine Abendveranstaltung. Also es geht so, ich glaube, ich habe jetzt das Programm vor mir. Genau, 22 Uhr oder 21.30 Uhr geht es dann los. Und das Theater ist dann quasi bis so 23.42 Uhr vermutlich. Genau. Gut, Yay. Dankeschön.